herzlich willkommen zur Ausstellungseröffnung von Gabriele Harmes-Röllchen. Wenn Worte fehlen, ist es die Malerei, die Gabriele Harmes-Röllchen nutzt, um ihren Gefühlen, Eindrücken und dem oft unaussprechlichen Ausdruck zu verleihen. Nach einer schweren Erkrankung erkannte die Duisburger Künstlerin, dass sie malen will, muss, um nicht an den fehlenden Worten zu ersticken. Sie sprach den ortsansässigen Künstler Karl Sigmund Färber an, in dessen Atelier sie 3 Jahre lang in die Lehre ging. Dort verarbeitete sie alles, was für sie gravierend und prägend war. Ihre gegenständlichen sowie surrealen Bilder malt sie hauptsächlich mit Öl auf Leinwand. Aber auch Radierungen, Tusche und Aquarellmalereien bereichern ihr Repertoire. Musikalisch wird sie unterstützt von der Querflötenspielerin Chantal Becker, die nun zum Auftakt der Vernissage I Believe I Can Fly spielen wird. Vielen Dank. Worte. Wenn Worte fehlen, das ist der Titel dieser Ausstellung. Und der Titel dieser Ausstellung, wenn Worte fehlen, zeigt im Grunde genommen unterschiedliche Lebenssituationen. Lebenssituationen in meinem Leben, die geprägt waren durch eine Diagnose, geprägt waren durch Verlust, geprägt waren aber auch durch Freude. Und ich habe damals gemerkt, wie schwer es mir fiel, Worte dafür zu finden. Und ich glaube auch, dass vielleicht das Vokabular, die deutsche Sprache, gar nicht das von den Worten wiedergeben kann, was ich damals so empfunden habe. Also das Emotionale, die Gefühle, die damals in mir waren, in mir steckten, die konnten nicht heraus. Und da war der Wunsch zu malen auf einmal ganz groß da. Und ich hatte das große Glück, dass in Rheinhausen damals lebend Karl Sigmund Färber ein Atelier hatte und mir die Möglichkeit gab, einmal in der Woche einfach dorthin zu kommen und zu malen. Bis dahin hatte ich eigentlich noch nie gemalt. Und er gab mir die Möglichkeit, einfach das zu malen, was in mir steckte. Dieses Einfach war unheimlich schwierig. Einen Stift zu nehmen und den Gefühlen Ausdruck zu geben. Aber ich merkte, dass genau das mich befreite. Dem Ausdruck zu geben, was ich an Eindrücken hatte. Und da sind jetzt ganz unterschiedliche Lebensphasen, die Sie hier in der Ausstellung sehen. Und das war so schön, gestern beim Bilderhängen sagte einer hier, der Künstler, da sind aber unterschiedliche Epochen. Ganz unterschiedliche Epochen. Ich kann es auch von den Jahreszeiten her gar nicht mehr genau benennen. Es ist die Freude darin, es ist die Liebe darin, es ist die Trauer darin. Irgendwann habe ich mich auch mal gefragt, wie sieht eigentlich Einsamkeit aus? Und immer wenn ich diese Fragen hatte, dann habe ich ein gewisses Bild vor Augen gehabt. Dann habe ich mir vorgestellt, ja, wie sieht eigentlich meine Einsamkeit aus? Und plötzlich tauchte da ganz viel Rot auf. Ich hätte eigentlich gedacht, Einsamkeit ist schwarz und tief, traurig und dunkel. Nee, meine Einsamkeit ist knallrot. Okay, dann habe ich mich gefragt, wie sehen Aggressionen aus? Die sind bei mir tiefgrün. Chantal sagte beim Anblick, oh, das sind Aggressionen. Die finde ich eigentlich ganz schön. Ja, das Spannende in der Malerei ist, dass ich nie vorher wusste, was rauskommt, sondern immer dem so nachgegangen bin. Die Auswahl des Bildes für diese Ausstellung ist dieser Stein mit den Flügeln. Auch darin steckt das Erschrockensein darüber, dass der frühe Tod einer Freundin krankheitsbedingt mich wirklich sehr tief getroffen hat und da war nur noch diese Schwere. Und als ich diese Schwere in dem Stein malte, da veränderte sich diese Schwere während des Malens in Leichtigkeit. Nicht, dass ich nicht mehr traurig war,
aber es veränderte sich. Und Karl Sigmund Färber sagte damals, ja, wenn es sich jetzt verändert, dann musst du den Stein verändern. Und somit bekam der Stein einen Flügel. Völlig surreal. Klar, gibt es nicht. Aber für mich fliegt heute dieser Stein und irgendwann entdeckte ich dann auch noch dieses Frauengesicht in diesem Stein und habe dann nur ein bisschen Kontur nachgezogen, um es noch zu verdeutlichen. Und das ist immer dieser Überraschungsmoment gewesen, dass die Bilder wirklich entstanden sind, ohne dass ich drüber nachgedacht habe. Das ging gar nicht. Drüber denken ging nicht. Aber ich möchte diese Ausstellung, und das ist mir so wichtig und wesentlich, auch nutzen, sie auf diesen roten Ordner aufmerksam machen. Denn es ist nicht dabei geblieben, dass ich die Bilder gemalt habe. Es kam vor einigen Jahren der Anruf einer Psychoonkologin eines ortsansässigen Krankenhauses, ob ich mit Brustpatientin malen könnte, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann habe ich sofort Ja gesagt. Und ich möchte Sie wirklich und euch wirklich bitten, einen Blick in diesen Ordner zu werfen, denn in diesen Kursen male ich mit Patientinnen, meditativ, anleitend. Und diese Frauen bringen auch genau das zum Ausdruck, was sie in dieser schweren Zeit ihrer Erkrankung erfahren. Und darum bin ich so überzeugt von dieser Arbeit und habe auch Ja zu dieser Ausstellung gesagt. Es soll hier gar nicht so sehr um mich heute gehen, sondern es soll vorrangig um diese Arbeit gehen. Wenn wir Gefühle haben, wenn wir Emotionen haben und nicht wissen, die zum Ausdruck zu bringen, natürlich ist die Musik ein wunderbarer Weg, sicherlich auch die Literatur. Mein Weg ist die Malerei und das weitergeben zu können und mit Patienten, mit Klienten zu arbeiten, das erfüllt mich mit unwahrscheinlicher Freude. Ich male auch kaum noch selber, aber ich gebe es unheimlich gerne weiter. Und darum habe ich mich auch gefreut über die Einladung hier zu dieser Ausstellung. Und da möchte ich jetzt auch ganz herzlich der Britta Rodenthal danken für die Organisation, für die Planung und auch für die Unterstützung. Britta Rodenthal ist auch Künstlerin hier. Und die erste Mann da vorne ist Goethe Britta, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, die Frau Meier. Ja, ganz herzlich möchte ich aber auch Arno Bortz danken, der sich da hinten an seiner Skulptur gerade festhält. Der mir überhaupt diese Ausstellung ermöglicht hat. Wir beide haben eine 10-jährige Geschichte. Erzählen tue ich die jetzt nicht. Aber es begann einmal mit einer Ausstellung. Aber die gehörte damals dem Arno. Ja, und ganz herzlich möchte ich natürlich der Chantal auch danken, dass sie so lieb war, heute mich musikalisch hier zu unterstützen. Und das hat mir wirklich geholfen, noch meine Nervosität ein bisschen runterzuhalten. Ja, aber mein Dank gilt auch euch und Ihnen, dass Sie gekommen sind und dass Sie Interesse zeigen an dieser Ausstellung. Das freut mich wirklich sehr. Und jetzt habe ich genug Worte gefunden. Ich habe erst gedacht, eigentlich darf ich gar nicht hier sprechen, ich müsste es malen, aber ich wusste nicht, wie weit meine Nervosität. Also da bin ich mir noch nicht so ganz auf die Schliche gekommen.